Hallo ihr Lieben. Ja, eigentlich wollte ich mich mit euch gemeinsam auf die Weihnachtswege machen. So ähnlich wie an Ostern unsere Aktion Hashtag Wir retten Ostern, wollte ich mit euch zusammen durch die besinnliche, andere, vielleicht aber auch trotzdem frohe Vorweihnachts- und Adventszeit gehen und hatte das auch schon mit geplant. Wir haben schon einiges vorbereitet. Wir waren schon im ganzen Arbeitsprozess und da habe ich festgestellt, mittendrin, ich schaffe das dies Jahr nicht. Es steht so viel an, es gibt so viele andere Dinge zu erledigen für mich und es ist auch ein bisschen Zeit, nach innen zu gucken tatsächlich, dass ich dieses nach außen und Social Media und jeden Tag gucken und immer wieder posten und so einfach nicht hinbekomme. Da musste ich mal ganz ehrlich zu mir selbst sein und feststellen, ich habe die Kraft dafür nicht. Und wenn ich mir die Kraft nehmen würde, dann würde sie mir vielleicht woanders fehlen, wo sie vielleicht gerade dringender gebraucht wird. Und deswegen gibt es von mir in diesem Jahr keine adventliche Begleitung. Auf meinen Social-Media-Kanälen war es ja sowieso schon sehr still. Das ist euch vielleicht aufgefallen. Das wird in der Adventszeit sicherlich wieder ein bisschen anders werden, aber nicht so, wie ich es eigentlich geplant habe. Ich sage euch das mit einem weinenden Auge, weil Hashtag Wir retten Ostern hat mir total viel Spaß gemacht und ich habe so viel positives Feedback bekommen, dass meine ganzen Mitstreiter, denn natürlich war ich nicht allein dafür verantwortlich, mich gebeten haben, doch ganz eindrücklich euch darauf aufmerksam zu machen, dass es trotzdem viele, viele tolle Dinge zu entdecken gibt. Auf den Seiten vom Bonifatius Werk, das ist jetzt alles mit in den Kommentaren bzw. in den Links, dass ihr das auch finden könnt. Auch dort, das werde ich ab und zu natürlich auch mal posten, aber halt nicht so regelmäßig wie sonst auch. Es gibt was, wir machen uns auf die Weihnachtswege, aber es wird etwas anders aussehen als zu Ostern und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Bleibt alle gesund, kommt gut durch die Corona-Zeit, lasst euch nicht runterziehen von den Beschlüssen oder Nichtbeschlüssen, von all den Anforderungen, die jetzt auf uns zukommen, sondern geht mit freudigem Herzen auf Weihnachten zu. Hashtag Weihnachtswege. Bis dann, eure Yvonne.